Ja, es ist 14.10 Uhr. Ich glaube, wir fangen einmal prinzipiell an. Ich darf nochmal begrüßen den Herrn David Wilfing von der PH Burgenland. Soweit ich das verstanden habe, heißt Digital Level Up License, individualisiertes Lernen, Endgeräte kennenlernen. Ja, was das mit Schülern und Lehrern zu tun hat, das wird uns der Herr Wilfing jetzt sagen. Ich hoffe, es kommen noch Menschen dazu, die sich für das Thema interessieren. Bitte sehr. Ja, danke sehr. Einen schönen Nachmittag. Ich werde gleich einmal meinen Bildschirm freigeben. So. Genau, es geht um die Digital Level Up License und zwar die Umsetzung auf lms.at. Die Digital Level Up License, das ist schon im Rahmen dieser Tagung immer wieder erwähnt worden. Ist eben entstanden, ein Projekt des Ministeriums im Rahmen der Geräteinitiative, vor allem für die fünften und sechsten Schulstufen in diesem aktuellen Schuljahr und soll dazu dienen, dass die Schülerinnen und Schüler eben ihr Gerät näher kennenlernen, auch eingebettet in die digitale Grundbildung, eine Auseinandersetzung mit dem Thema digitales Lernen. Und das ist quasi eine Einführung in diese Thematik. Die Umsetzung dieser Materialien, die bereitgestellt werden vom Ministerium bzw. vom ÖAD, ist auch auf lms.at erfolgt und das werde ich Ihnen jetzt näher vorstellen. Zu Beginn einmal stellen sich die grundsätzlichen Fragen für die Lehrerinnen und Lehrer. Das Material, das bereitgestellt wird vom Ministerium bzw. vom ÖAD, wo stelle ich diese Materialien den Schülerinnen und Schülern rasch und simpel zur Verfügung? Außerdem, wie geben mir die Schülerinnen und Schüler die fertigen Arbeiten ab? Also wenn sie die Materialien dann erhalten haben und bearbeitet haben, wie komme ich als Lehrperson dazu, dass ich diese Materialien eben wieder bekomme von den Schülern, die bearbeiteten Unterlagen? Und daraus folgt dann auch, wie erhalte ich einen Überblick über den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler? Wie schaffe ich das, dass ich da den Überblick behalte? Und was daraus natürlich auch erfolgt ist, wie melde ich den Lernenden zurück, wie der Lernerfolg ist? Alle diese Fragen, die beantworten sich, wenn man sich den Musterkurs auf lms.at anschaut. Die Umsetzung ist nämlich genau auf diese Fragen abgezielt erfolgt. Das stelle ich Ihnen jetzt kurz vor. Es gibt nämlich die Kursvorlage mit allen Inhalten, mit allen Teilen der Digital Level Up License, also allen dreien Levels auf lms.at. Und zwar die Umsetzung erfolgte mit Hilfe der Kompetenzkataloge. Einerseits gibt es dadurch die Möglichkeit, dass die Lernenden eine Selbsteinschätzung vornehmen, wie weit und wie gut sie vorangeschritten sind bei den einzelnen Kompetenz-Items. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit der Fremdevaluation durch die Lehrperson. Also ich als Lehrperson kann jeden einzelnen Lernenden rückmelden, wie weit sie vorangeschritten sind, wie gut sie das eben umsetzen können. Dann ist die Digital Level Up License auf LMS auch angereichert worden mit interaktiven Aufgaben. Einerseits beinhalten die Materialien der Digital Level Up License. Andererseits weiterführende digitale Unterlagen, die die Lernenden beantworten können. Was auch ein Teil der Umsetzung ist, sind weitere Arbeitsanregungen und Diskussionsanlässe, also dass man auch in Kontakt kommt im Austausch mit den Partnerinnen, den Partnern in der Klasse oder aber mit der gesamten Gruppe. Also da stehen vorbereitete Unterlagen bereit, die Lernenden eben bearbeiten können, die im Unterricht in der Klasse eingesetzt werden können. Und nicht zuletzt gibt es auch einen eigenen Lehrerinnenbereich, in dem die Urkunden, die Teil der Digital Level Up License sind, vorgehalten werden, wo es auch Lösungen gibt und weiterführende Links. Das ist alles für die Lehrerinnen in diesem Kurs zusammengefasst. Ich möchte Ihnen gleich auch einen Überblick über den Kurs geben. Zuvor kurz zu den Überlegungen der Kompetenzkataloge. Die Kompetenzkataloge auf LMS beinhalten alle Kompetenzaussagen der Digital Level Up Checklisten. Die sind also interaktiv umgesetzt und beinhalten die direkte Verlinkung zu den einzelnen Aktivitäten. Das heißt, die Lernenden müssen nicht
extra Links eingeben, müssen nicht wechseln von einer gedruckten Unterlage zu Ihrem Gerät, um dann quasi zum passenden Ort, zum passenden Lernvideo, zur passenden Website zu gelangen, sondern das ist direkt über die Kompetenzaussage abrufbereit. Außerdem sind die einzelnen Aussagen für die Lehrerinnen und Lehrer aktivierbar bzw. deaktivierbar. Das heißt, die Lernenden erhalten nicht sofort die ganze Liste an Kompetenzaussagen und was möglicherweise auch zu Überforderung führen kann, sondern sie können gezielt von den Lehrerinnen und Lehrern freigeschaltet werden. Also sie können hier, je nachdem, wie sie im Unterricht fortgeschritten sind oder wie es eben für diese Gruppe passend ist, einzelne Aussagen auswählen, freischalten und das quasi Schritt für Schritt wirklich diese License freischalten und den Lernenden bereitstellen. Ich habe schon erwähnt, die Selbsteinschätzung ist auch ein großes Augenmerk dieser Kursvorlage. Die Lernenden erhalten so die Möglichkeit, nochmal zu reflektieren, wie gut habe ich diese Kompetenz erreicht, wie gut kann ich das umsetzen, was hier verlangt wird, und können sich mittels Smileys selbst eine Einschätzung abliefern, erhalten aber auch von den Lehrenden eine Einschätzung, wie das eben für den Lehrer oder für die Lehrerin aus dieser Sicht eben eingeschätzt wird. Das heißt, auch diese Möglichkeit der Rückmeldung ist hier vorhanden. Und die Nachweise der Kompetenzen sind auch einfach ausdruckbar. Sollte das eben vonnöten sein, dass man hier den Lernenden das quasi, ja, vielleicht auch in Zusammenhang mit der Urkunde, die die Schülerinnen und Schüler dann erhalten, dass man ihnen das auch mitgibt und so quasi wirklich einen Nachweis über die einzelnen Kompetenzen hat. Nicht nur die License wurde erfüllt, sondern auch die einzelnen Kompetenzen wirklich aufgelistet hat. Was gibt es für Aktivitäten für die Lernenden? Da gibt es einerseits die vorgefertigten Arbeitsblätter, die vom Ministerium bereitgestellt werden. Die sind vorhanden in der Kursvorlage. Dann gibt es auch die Einbettung externer Ressourcen. Was ist das? Das sind die Lernvideos, das sind Learning Apps, das sind Learning Snacks. Alle Inhalte der Digital Level Up License sind direkt in der Kursvorlage enthalten. Das heißt, die Lernenden müssen nicht woanders hinwechseln. Sie als Lehrperson müssen nicht die Links extra bereitstellen über Mitteilungen, über E-Mails oder was auch immer, sondern es ist direkt alles integriert in der Plattform. Die muss nicht verlassen werden. Der Kurs ist auch angereichert mit interaktiven E-Büchern, die die Lernenden eigenständig bearbeiten können. Ich werde Ihnen dann kurz auch ein Beispiel zeigen. Außerdem mit Partneraufgaben und Diskussionsimpulsen. All das ist integriert in der Kursvorlage. Jetzt habe ich schon ein bisschen gesprochen über die Kursvorlage. Interessanter dürfte sein, wenn ich das einmal herzeige, wie sowas aussieht, wie dieser Kurs umgesetzt wurde. Das werde ich jetzt tun. Dazu wechsle ich auf lms.at/Vorlagen, denn dort finden Sie die Kursvorlage, die Sie einfach übernehmen können und dadurch einen neuen Kurs mit allen Inhalten der Digital Level Up License auf lms.at anlegen können. Das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Dazu wechsle ich einmal in den Browser. So, Sie sollten jetzt mein Browserfenster sehen. Ich bin jetzt hier auf lms.at/Vorlagen. Da befindet sich neben anderen gefüllten Kursvorlagen für Englisch, für Deutsch, für Mathematik, alles mit interaktiven Lernmaterialien, da findet sich auch der Kurs der Digital Level Up License. Als Lehrperson klicken Sie hier auf Verwenden, können sich anschließend noch die weiterführenden Infos ansehen. Und wenn Sie auf Vorlage jetzt verwenden klicken, dann kommen Sie zur Kopie der Vorlage. Hier müssen Sie noch die entsprechende Klasse eingeben. Also wenn ich das jetzt für die 1C mache, gebe ich hier 1C ein und das Gegenstandskürzel. Das wird wahrscheinlich in den allermeisten Fällen digitale Grundbildung sein. Wichtig ist hier, dass Sie den Haken bei Kompetenzen, Konfiguration, Kopieren und Einträge importieren setzen. Warum ist das wichtig? Weil der Kurs die Kompetenzaussagen der Digital Level Up License ja bereits enthält.
Das heißt, alle Kompetenzen sind da schon eingebettet. Die wollen wir ja auch kopieren, damit sie dann in Ihrem Kurs auch aufscheinen. Dann klicke auf OK, startet den Kopiervorgang. Das dauert ein paar Sekunden, geht relativ flott und dann ist der Kurs soweit bereit, dass Sie losstarten können, die Schülerinnen und Schüler hinzufügen können und dann mit der License, um dann mit der License zu arbeiten. Hier finden Sie auf der Kursstartseite, der Kurs ist jetzt schon kopiert worden, da finden Sie auch gleich diesen ausgegrauten Bereich Informationen für Lehrpersonen. Dieser Bereich ist nur für Lehrerinnen und Lehrer sichtbar, also die Schülerinnen sehen nur die ersten drei Punkte, diesen grauen Bereich sehen sie nicht. Ein Klick darauf führt sie quasi ins Hinterzimmer des Kurses, dort, wo alle Inhalte, die für Lehrpersonen relevant sind, aufzufinden sind. Das Begleitheft, die Urkunden zum Download und zum Ausdrucken, auch PowerPoint-Präsentationen, die Sie bearbeiten können, also alles die Inhalte der Digital Level Up License, die hier bereitgestellt werden, außerdem die Lösungen zu den Aufgaben. Ganz interessant dürfte auch die Materialienübersicht sein, denn da finden Sie, wenn ich da draufklicke, sehen Sie es, da finde ich alle die Inhalte, die bei den Lernenden verlinkt sind, in der Kompetenzansicht nochmal extra aufgelistet. Also falls Sie da durchschauen möchten, finden Sie hier wirklich alles an einem Platz. Ich gehe wieder zurück. Ja, wo ist jetzt nun die Checkliste? Die Checkliste ist hinter diesem großen orangen Button. Da gelangen Sie als Lehrperson in die Admin-Ansicht und sehen hier alle Items der Checkliste, alle Kompetenzaufsagen aufgelistet. Sie können, wenn Sie auf alle keine klicken, die einzelnen Aussagen jeweils individuell auswählen und aktivieren. Nur die aktivierten Aussagen werden den Lernenden angezeigt. Das heißt, es empfiehlt sich zu Beginn einmal relativ simpel zu starten und einige Kompetenzaussagen nur freizuschalten, um eben nicht die Lernenden gleich mit dieser kompletten Liste quasi zu erschlagen. Ich werde das jetzt hier machen. Schalte mal die ersten paar Kompetenzaussagen frei. Bei Level 1 technischer Bezug nehme ich die ersten drei Aussagen. Dann nehme ich hier diese Aussage. Beim inhaltlichen Bezug wähle ich auch noch aus. Da gefällt mir das Internet mit Schlagwörtern suchen und den Text im Textverarbeitungsprogramm kopieren. Aber ich kann auch schon vorgreifen, wenn zum Beispiel Inhalte im Unterricht vorkommen, die in der Digital Level Up License erst bei Level 2 sind. Dann kann ich hier schon vorgreifen und kann auch bereits Inhalte von Level 2 gleich von Beginn an zum Beispiel freischalten. Also hier bin ich sehr flexibel und kann wirklich individuell auf die Klasse eingehen, individuell meinen Unterricht gestalten und bin nicht irgendwie gebunden an eine fixe Checkliste. Jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das freigeschaltet. Sie sehen hier bei manchen Kompetenzaussagen einen Pfeil. Dieser Pfeil bedeutet, dass eine Aufgabe bereitsteht, also ein Arbeitsblatt der Digital Level Up License in PDF-Form bereitgestellt wird, das die Lernenden bearbeiten. Um den Lernenden jetzt zu ermöglichen, dieses PDF-Arbeitsblatt abzugeben, gehen Sie in die Anwendung Aufgaben und dort finden Sie bereits alle PDF-Arbeitsblätter der Digital Level Up License bereitgestellt als Aufgabe. Das heißt, den Lernenden kann dieses Arbeitsblatt zugeteilt werden. Die Lernenden können das bearbeiten, hochladen und sie können den Lernenden dann Feedback geben. Ich wähle jetzt das passende Arbeitsblatt aus. 1T3 haben wir gesagt. Das heißt, ich starte die Aufgabe. Ab jetzt sehen die Lernenden die Aufgabe. Wenn ich möchte, kann ich die einzelnen Aufgaben auch noch individuell bearbeiten. Ich kann etwas hinzufügen. Ich kann die Anzahl der Punkte ändern. Falls mir diese vorgeschlagenen 10 Punkte nicht gefallen oder ich da ein anderes System habe, kann ich das alles anpassen. Kann ich machen, muss ich aber nicht. So, jetzt ist alles vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler können jetzt in den Kurs einsteigen, sobald ich sie in den Kurs hinzugefügt habe auf LMS. Und dann
können Sie mit der Bearbeitung starten. Das werde ich Ihnen jetzt auch zeigen, wie das aus SchülerInnen-Sicht aussieht. Dazu wechsle ich kurz mal das Browserfenster. Ich habe mich nämlich schon mit einem Schüler-User angemeldet. Da bin ich jetzt. Das heißt, die Lernenden sehen auch wieder die Kursstartseite. Sie sehen, der Bereich für LehrerInnen ist hier ausgeblendet, ist nicht sichtbar. Die Lernenden können auch mit einem Klick auf Jetzt mit der Checkliste starten, einfach beginnen, kommen dann zu der Checkliste, bei der alle Kompetenzaussagen, die ich vorhin ausgewählt habe, aktiv sind. Wie bearbeiten die SchülerInnen nun die Kompetenzaussagen? Sie lesen die Kompetenzaussage. Ich kann mein Gerät ein- und ausschalten und einsatzbereit halten, klicken auf den Info-Button und kommen so zum ersten Arbeitsauftrag. In diesem Fall ist es eine Aufgabenstellung, bei der die Lernenden überlegen sollen, nachdenken sollen, sich austauschen sollen in der Klasse und dann gemeinsam im Plenum eine Lösung finden. Gehen wir zurück zur Checkliste. Bei der zweiten Aussage geht es um die Symbole auf dem Display. Auch hier klicken Sie aufs i-Symbol, kommen zum Arbeitsauftrag. Da ist jetzt eine interaktive Learning-App eingebunden. Die Lernenden können diese Learning-App lösen und können dann wieder zurückgehen zur Kompetenzübersicht. Bei der dritten Aufgabe, aber der dritten Kompetenzaussage, da ist nun eine Aufgabe hinterlegt. Ein Klick aufs i und auf das Arbeitsblatt führt uns zu den Aufgaben. Die SchülerInnen erhalten hier die Angabe in Form der PDF-Datei, können diese öffnen, bearbeiten, abspeichern und anschließend über Abgabe hochladen, Ihnen als Lehrperson zukommen lassen. Sie können das dann beurteilen, kommentieren, Rückmeldung geben, ganz wie es in Ihren Arbeitsablauf hineinpasst. Die nächste Kompetenzaussage, da geht es dann darum, dass gemeinsam eine Diskussion gestartet wird mit den Klassenkolleginnen. Auch diese Form der Arbeitsaufträge gibt es. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass E-Bücher bereitgestellt werden. Das ist zum Beispiel hier der Fall beim Arbeiten mit einem Textverarbeitungsprogramm. Da sind auf LMS sogenannte Text-E-Bücher eingebunden. Ein Klick darauf führt die Lernenden zu diesem E-Buch. Das E-Buch beinhaltet Informationen, beinhaltet Dateien zum Herunterladen oder auch interaktive Fragestellungen, die die Lernenden bearbeiten können. Sie können in ihrem eigenen Tempo dieses E-Buch bearbeiten, die Aufgaben lösen und dann wieder zurück zur Digital Level Up License kommen. Ich habe es bereits erwähnt, die Selbsteinschätzung. Wo findet die statt? Die findet auch hier direkt auf der Kompetenzübersicht statt. Die Lernenden erhalten hier die Möglichkeit, mittels Smileys sich einzuschätzen. Wie gut kann ich mein Gerät ein- und ausschalten und einsatzbereit halten? Ja, das funktioniert hervorragend. Kenne ich die wichtigsten Symbole auf meinem Display? Naja, da muss ich noch ein bisschen üben. Kann ich Ordner auf einem Gerät sinnvoll anlegen? Nein, da muss ich noch unbedingt besser werden. Bei mir ist es momentan ein Tohuwabohu. Na, dann wähle ich dieses Smiley aus. So können die Lernenden sich selber einschätzen. Und in dieser Spalte hier, da kommt dann das Feedback hinzu, das Sie als Lehrperson auswählen. Das können Sie auch pro Schülerin, können Sie das auswählen und dann sehen die SchülerInnen auch, wie Sie das einschätzen als Lehrperson. Das möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, diese Ansicht. Dazu wechsle ich wieder in die LehrerInnen-Ansicht. Das ist jetzt hier der Fall. Wenn ich da jetzt wieder auf die, hoppala. Was ist das weggerutscht? Da. Wenn ich da jetzt in die Anwendung Kompetenzen gehe, dann sehe ich hier die freigeschalteten Kompetenzaussagen.
und kann nun, wenn ich auf Schüler gehe, die einzelnen Lernenden auswählen, entsprechend dem Namen der Lernenden. Und dann kann ich hier, wenn ich weiterklicke, kann ich hier pro Schülerin kann ich auswählen, wie ich eben das sehe als Lehrperson, also in diesem Fall. Entschuldige, die Bildschirmfreigabe ist weg. Alles klar, bei mir steht es noch da, dann werde ich die mal beenden. So. Und nochmal freigeben. Einen Augenblick. Sieht man wieder was? Ja, alles gut. Wunderbar. Danke sehr. Dann zeige ich es nochmal her. Also ich bin jetzt hier wieder in der Kompetenzübersicht. Klicke auf den entsprechenden Schüler, die entsprechende Schülerin. Sehe nun bereits die Selbsteinschätzung der Lernenden und kann nun hier auch meine Einschätzung geben. Also das sehe ich genauso. Das sehe ich sogar besser als die Lernenden. Ich kann hier auch Kommentare hinterlassen und zum Beispiel auch Feedback an die Schülerinnen und Schüler geben. Das kannst du hervorragend. Und das, ja, das muss auf jeden Fall noch geübt werden. Da kann ich also diese Einschätzung geben. Ich kann also individuell anpassen, welche Kompetenzaussagen ich den Lernenden freischalten möchte. Ich kann die Lernenden dazu anregen, dass sie sich selbst einschätzen, wenn ich das möchte. Ich kann das aber auch zum Beispiel zu Beginn ausschalten, wenn ich die Lernenden langsam abholen möchte, nicht gleich überfordern möchte. Dann kann ich hier die Selbstbeurteilung auch ausschalten, das erst zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren. Es kommt hier auf die Gruppe drauf an, bei der man das macht. Und dann lässt sich das auch wirklich sinnvoll nutzen und integrieren. Sie haben gesehen, alle Inhalte der Digital Level Up License sind direkt integriert hier in diesem Musterkurs. Das heißt, die Lernenden müssen nicht wechseln, müssen nicht die Anwendungen wechseln, ins Internet gehen, Links eingeben oder auch nicht, sondern alles ist hier gesammelt vorhanden, anpassbar durch Sie. Also Sie können das als Lehrperson steuern, was Sie machen möchten mit den Lernenden, was Sie freigeben möchten, wie viel Sie den Lernenden zur Verfügung stellen und was Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt machen möchten. All das können Sie hier direkt in der Kompetenzansicht freischalten und den Lernenden zur Verfügung stellen. Ja, darf ich da jetzt kurz unterbrechen, Herr Wiesing? Danke für den kompakten Durchlauf. Es war eh sehr anschaulich, denke ich, aber vielleicht sind trotzdem nur zwei, drei Fragen, weil wir sind 3 Minuten vor Ende des Slots. Bitte, wenn jemand eine Frage hätte, wäre das jetzt die ideale Gelegenheit. Offensichtlich ist alles klar. Wunderbar, sehr gut. Dann sage ich herzlichen Dank. Jetzt meldet sich noch, wir haben nur 1 Minute im offiziellen Slot und sonst beenden wir die Aufnahme und bereiten den nächsten Slot vor. Ja. Dankeschön. Danke sehr, ja, dann hoffe ich, dass es Ihnen Freude macht, die Digital Level Up License auch einzusetzen mit dieser Kursvorlage auf LMS.at. Danke sehr.